Hicks langer Dreier. Und den macht er auch! Toni beruhigt das Spiel ein bisschen, 7 Sekunden. Da wird den jetzt selber abschließen. And one. And one. Davon 11 Punkten gesammelt. Strammer mit dem Mitteldistanzwurf. Nicht so sicher wie sein Dreierwurf. Und Hicks mit dem Rebound. Wieder an allen Enden da ist. Und mit dem And one noch. Bochum schließt schnell. Und eigentlich dürfen sie kein Interesse daran haben, die Uhr weit runterlaufen zu lassen. Jetzt versucht den Dreier, der fällt. Und ja, aber die Bochumer stehen. Die ganz gut. Also versuchen zumindest den Weg. Da steht jetzt auch ein Moore, der ja auch eigentlich nur die zweite Geige hinter CJ Walker spielt, der aber aktuell wegen seines Knöchels noch nicht mit dabei ist. Jetzt ja. Nicht drin, aber Kili mit dem Rebound. Den Rebound. Mickey über Hicks. Hicks nimmt den Wurf aus dem Fastbreak und der fällt auch. Versucht es gerade irgendwie sehr mit Einzelaktionen. Oh, gute Defense. Nach kleineren Startschwierigkeiten zu Saisonbeginn. Und gerade bei so einer kleinen Rotation ist er natürlich umso wichtiger. Niklas Gies geht. Und Toni Hicks setzt sich dadurch. So, Rostock hat irgendwie wieder so zurück zu seinem Spiel gefunden. Ja, und durch solche Aktionen jetzt. Er wird ihn selber machen. Da gegen Rober. Heck. Zieht zum Korb. Und Hicks nimmt da das Offensivfall auf. Sehr, sehr schlau. Sowieso gerne. Da wäre so einer, Toni Hicks. Kein Dreier, aber der trifft. -6. Kamiric trifft! Ich glaube da an Toni Hicks. Mitteldistanzwurf. Und ja. Er fällt rein. Shooters tat er ja doch. Jetzt wollte ich schon sagen, jetzt geht alles. Toni. Freier, Dreier. Offen. Und der geht rein. Ball von Giese auf Winston. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so beschreiben sollen. Jetzt ist genau das passiert, was aus Phoenix Hagen Sicht sehr unglücklich ist, nämlich ein Dreier. Gehen Sie auf den nächsten Dreier oder wie spielen Sie es jetzt? Wieder Hicks am Ball. Gegen Moore und trifft. Hicks ist jetzt definitiv. Toni beruhigt das Spiel ein bisschen, 7 Sekunden. Da wird den jetzt selber abschließen. And one. And one. Ja, vielleicht direkt mal hochgehen können, aber entscheidet sich rauszupassen. Jetzt Toni Hicks mit einem Mismatch gegen Lodders. Ja, gut ausgesetzt. Ja, aber kennt sich ja noch aus Pro-B-Zeiten. Genau, ja. Da gab es ja auch schon einige Partien. Hicks mit dem weiten Dreier und den macht er. Bochum ist im Korb. Bochum sucht auch immer mehr den Raum in der Zone. Hicks ist auf dem Weg. Hicks mit dem Leid. Und Bochum jetzt mit der Chance, ganz nah ranzukommen. Hicks. Aber es hat er super gemacht, wie er sich den Jos erst noch dahin. Und Hicks. Wie gesehen, Vierer für drei. Und der fällt rein. Und gute Defense von Kili. Zuschaut. Und die einfachen Punkte. Schön, Kilian Dietz. Gut verteidigt am Ball. Jetzt kann Bochum ein bisschen Tempo aufnehmen. Oh. Ah. Pick and Roll mit Geske. Ah, da war Kilian Dietz gerade unter dem Kopf ganz alleine. Aber. Okay, für drei. Und der kann den befreit aufspielen. Ja. Also das Wichtige ist halt so, wenn du halt die Chance zu einem Fastbreak hast, so, dann musst du sie nutzen. Ja, das macht Hicks sehr. Und Toni Hicks im 1 gegen 1. Starker Drive. Er holt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platz. Zieht dann zum Korb. Mit Foul. Besser hätte es nicht laufen können.